Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Was geht? Ich hoffe, euch geht es blendend. Heute tun wir mal etwas, was auch ausnahmsweise mal geplant ist. Und zwar spielt aktuell 60. Beste Mannschaft auf jeden Fall. Dritte Liga. Auf jeden Fall. Spielen die gerade in München. Um genau zu sein, oben beim Berg, Grünwalder Berg da oben. Natürlich, Zuschauer sind nicht zugelassen, was ein bisschen bitter ist. Aber wir checken trotzdem mal ab, wie es gerade in Giesing so abgeht, ne? Natürlich dadurch, dass es keine Zuschauer gibt. Es kommt nicht dieses richtige Flair auf. Es kommen nicht die ganzen Besoffenen auf. Es sind wahrscheinlich nicht überall Polizisten, so wie es sich halt gehört bei einem 60-Spiel, ne? Jetzt, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wie aktuell das 60er-Stadion immer so drauf ist, während keine Zuschauer halt zugelassen sind. Aber das werden wir jetzt gemeinsam herausfinden. Also allein schon, dass man jetzt hier durchkommt, ohne im Stau zu stehen, ist eine Seltenheit. Und dann normalerweise stehen hier immer die Busse schon und Polizisten überall. Tatsächlich. Ich dachte, vielleicht sind vor dem Stadion Haufen Leute, aber nee. Da ist so eine Streife und das war's auch. Vielleicht hier in den Kneipen oder sowas. Weiß ich nicht. Das wollen wir mal schauen. Vielleicht ist ja in den Kneipen was los. Okay, also hier ist nicht so viel los. Ah doch. Oh ja. Ja, moin. Warum die jetzt draußen standen, muss ich nicht fragen, oder? Beziehungsweise selbst wenn ich es frage, kann mir das wahrscheinlich niemand beantworten. Jalla, komm. Es scheint ruhig zu sein in Giesing. Das ist merkwürdig. Ja, das war's eigentlich dann, YouTube. Mehr hatte ich nicht vor. Ja, YouTube, das war's. Ich weiß, ihr habt vielleicht alle erwartet, dass jetzt ein lehrreiches Video kommt. Ein Video, wo was passiert. Ein Video, wo ich wenigstens laber. Aber nee, Digga, mein kompletter Plan wurde ruiniert. Ich dachte halt, dass mehr los ist, wenn 60 spielt. Aber juckt die Menschen einfach gar nicht, Digga. Normalerweise ist es auch nicht so. Normalerweise geht richtig die Post ab, Mann. Ich weiß noch einmal, da haben die Fans die Straße brennen lassen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Wahrscheinlich Aufstieg in die dritte Liga oder so. No front. Aber ja, YouTube, ich habe halt echt nichts zu tun. Ich habe auch jetzt nicht so viel Lust, in die Stadt gerade zu fahren. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem extrem kurzen Video. Wenn es euch gefallen hat, dass ich gar nichts mache und einfach kurz aufs Motorrad steige und eine Runde fahre, dann lasst ein Like da. Wenn nicht, das ist verständlich. Ansonsten sehen wir uns halt beim nächsten Mal, wenn es ein für meine Verhältnisse normales Video gibt. Also, bleibt mir gesund, YouTube, und bis dahin, yalla.